Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Strategic Command World at War in der Multiplayer-Runde gegen Ponzi. Wir sind jetzt mittlerweile bei der vierten Runde und im letzten Spieltag oder am letzten Spieltag haben wir uns in Frankreich eine Anti-Tank-Waffe gekauft, haben in China im Süden einen kleinen Push gemacht und die Sowjetunion hat angeblich Finnland invasiert, aber wir konnten da nicht rein. Uns reinstellen. Müssen wir also gucken, wie das da weitergeht. Und wir haben ein bisschen den U-Boot-Krieg im Atlantik bekämpft. Da zieht er sich jetzt im Süden im Moment anscheinend zurück. Hin. Müssen wir mal gucken, was das macht. Also gut, es verbessert in irgendeiner Weise die Kampfwerte. Ne? Strategic Advice. Hundkorps suffers attrition losses und disrupted. Prime Minister, der Premierminister. Tausende polnische Soldaten, die aus Polen entkommen sind, kommen in Frankreich an und würden gern gegen Deutschland weiterkämpfen. Genauso wie wir 1918 eine polnische Armee geformt haben, würden wir gerne das Gleiche heute wieder tun. Sie würden gerne ein polnisches Korps auf unserem Boden ausrufen. Ja, klar, machen wir das. Zack, fantastisch. Und wir haben zwei Destroyer bekommen. Einen platzieren wir hier. Und einen platzieren wir. Können wir noch hier oben. Okay, dann platzieren wir den hier. Dann bekommen wir in Frankreich zwei Schiffe, noch einen Zerstörer. Und in Frankreich die Dunkirk. Einmal Ingenieure in Russland. Die hatte ich ja gekauft, um ein paar Verteidigungsstellungen zu bauen. Da müssen wir uns mal gucken, wo wollen wir denn die Verteidigungsstellung haben? Gut, es würde sich die klassische Vitebsk-Linie anbieten. Also das war quasi hier, da hoch und da dann bei Vitebsk. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das einfach in Vitebsk. Und in China bekommen wir jetzt drei neue Armeen. Das wird den Japaner sicherlich sehr zufriedenstellen. Brauchen auf jeden Fall hier in der Mitte mehr Einheiten, dass wir da schön durchrotieren können. Müssen wir mal gucken, gerade im Norden wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dass wir noch eine Einheit platzieren. Dann haben wir jetzt in China 236 Manpower. Und vorschlagen, dass wir da so Special Forces mal nachgedacht. Attack 4. Ein Quad hat aber auch ein Attack von 4. Soft Attack von 3. Soft gegen Soft Attack 2. Defense. Holen wir uns einfach weiter. Ah, holen wir einmal Special Forces, was. Achso, uns können wir uns eh nicht leisten. Noch ein Chor. Kommt am 29. März an. Gut, machen wir weiter mit unserer Offensive hier unten in China. Den hier auf jeden Fall verstärken. Und den können wir jetzt auslöschen. Hier auf jeden Fall verstärken.
Kann der sich noch bewegen? Nee. Ah, scheiße. Ach, das wollte ich nicht. Oh Mann. Moral 7%. Was ist denn mit denen los? Die sind super eingegraben hier, die Jungs. So, und hier oben kann ich da jetzt noch ein bisschen verstärken. Ja, immerhin plus 2 Punkte. Das wird jetzt hier oben ein bisschen klamm. Jetzt schon überlegt, ich schaffe den Fighter mal in Zügen. Der da vielleicht die Möglichkeit, um die Carrier-Flugzeuge zu intercepten. Ja, hier in der Mitte. Ich würde gerne was mit den Ingenieuren machen. Vielleicht würden die dort eine Verteidigungsstellung bauen und dann da. Ja, ich lasse sie erstmal hier stehen und eingraben. Und da stehe ich auf einem Field. Da gehe ich also nochmal eins zurück. Da stehe ich jetzt dann im Gebirge. Ihr könnt da auch stehen bleiben. Und den haben wir auf jeden Fall dann gleich kaputt, das erste japanische Korps. Diese Special Forces, ich meine, die sind heftig, aber vielleicht kriege ich den tatsächlich hier unten rausgedrückt mit meiner Über. Oh. War das er gerade? Nee. Ist doch schon er. Das war eine Armee, aber ist auch eine Armee hier unten. Keine Ahnung, was da gerade Phase war, warum das so reingeballert hat. Dann haben wir es, glaube ich, in China erstmal abgeschlossen. Research läuft hier ganz gut. Damit kann man zufrieden sein. Gehen wir mal nach Indien, da hatte ich auch den Research angestoßen. Australien. Ich meine, da habe ich einen Haku hier unten stehen. Wahrscheinlich wäre es für die Australier. Ist das hier? Mal und dann schicken wir unsere leichten Kreuzer Richtung Norden. Und auch unsere schweren Kreuzer. Die sind aber, glaube ich, noch nicht im Krieg mit dem. Die haben keine Schiffe, die haben hier aber das zweite Expeditionskorps. Verstärken wir auch mal. Gut, das zu Australien, Neuseeland. Hier unten hatte ich jetzt ein Korps, glaube ich, schon bestellt. Genau, und da habe ich auch die Sudan Defense Forces. Die einmal zu verstärken auf volle
Stärke ist, denke ich, in Ordnung. Gut, bis der Italiener einsteigt, haben wir noch einen Moment. Wollen wir also nicht zu viel machen. Das Algier und Tunisia Core, die lasse ich, denke ich, mal hier unten. Muss mir vermutlich keine riesigen Sorgen machen. Jetzt hatte ich hier irgendwo das deutsche U-Boot gesehen, ne? Ist bloß die Frage, wo er das hergestellt hat. Hier, genau, da habe ich das deutsche U-Boot gefunden. Warum sind denn meine Zerstörer so schlecht im Anti-Submarine Warfare? Theoretisch wäre das eine Überlegung, aber ich habe da jetzt eh schon ohnehin relativ viel rein investiert, weswegen ich da jetzt nicht noch weiter Punkte machen will. Ich muss zusehen, dass ich eine vernünftige Verteidigung gegen den Deutschen aufgestellt kriege. Die erste französische Armee, das zweite Korps kommen hier im A. Jetzt warten wir erstmal, bevor wir noch hier noch was kaufen. UK. Special Forces. Marines, Torpedos und Sub und ja, Heavy Artillery. Eine Überlegung, dass wir die rüber schaffen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich will glaube ich erstmal ein bisschen meine Häfen besetzen. Das mache ich mal die Runde. Garnison, die 10., die 11., die 12. und die 13. Damit haben wir dann erstmal unsere Häfen ein bisschen verteidigt. So, jetzt in Frankreich, anderes Thema. Da haben wir die erste italienische Armee, die ist ziemlich heftig. Ich würde gern mit denen hier mit dem Zug nach Norden fahren. Ah. Okay, das kostet Punkte. Wir müssen halt auch hier im Süden zusehen, dass wir da mal vernünftige Einheiten hinkriegen. Ich meine, da sind wir jetzt fantastisch eingegraben. Hier oben schaffen wir es jetzt auch langsam. Gut, damit wäre das Thema hier oben wahrscheinlich erstmal abgeschlossen. Am liebsten wäre es mir ja eigentlich, wenn ich hier mal ein bisschen Stress machen könnte, noch mit meinem Schiffchen. Nutze dazu mal. Schwertkreuzer.
Gut, jetzt habe ich die einfach mal dahingestellt. Später gespannt, wenn wir die Nordroute hier verteidigen müssen. Das ist sicher cool. Ich habe ein Buch dazu gelesen. Das ist mega spannend. Von Alistair McLellan, glaube ich, geht es eben um einen Konvoi, der hier oben aus Scapa Flow, der Inverness, Murmansk, also nicht hier, Arkhangelsk, sondern Murmansk, Konvoi eben ist und werden angegriffen und U-Booten gejagt und es ist eiskalt und ziemlich cooles Buch auf jeden Fall. Das HMS Hood, unsere Pride of the Fleet. Gut, dann haben wir, glaube ich, in Europa erstmal alles getan, was wir so tun können. Gehen wir jetzt mal noch zu den Staaten. To Beaver. To Boot. To Salt Lake City. Was zum Teufel? Achso. Genau, wie viel? Having more than two units on Oahu, das ist die Insel hier. Mal die Special Forces Division und einmal Fighter. Verstärken wir die. Jedenfalls vorschlagen, dass wir noch eine Einheit kaufen. Oh, das sind Airships, das können die. Strikes nur. Aber ein Vorschlag wäre, dass wir da richtige Truppen draufstellen. Mal die HMS Enterprise dahin. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit die Schiffe da zählen für die Einheiten auf den Inseln. Kann vielleicht noch ein dickes Schiff darüber schaffen, so ein Schlachtschiff oder so, aber wahrscheinlich bekomme ich die erst später dann zur Verfügung, die dicken Schiffe. Das zweite Korps. Wenn wir überlegen, dass wir halt eins von den großen Korps noch darüber schaffen. Mehr machen wir jetzt erstmal nicht in Panama. Könnte ich theoretisch noch eine Garnison kaufen, aber da habe ich ja schon was stehen. Genau, dann war es das beim Amerikaner. Können wir auch gerade beim Russen reingucken, wobei wir beim Russen gar nicht so viele Punkte haben. Ein Tor da lang. Genau, da hatte ich ja den Ingenieur gekauft. Ah ne, das ist die Garnison, der Ingenieur, den. Ah, hatte ich bei Vitebsk platziert, genau. Dass der da schon mal vorgefertigte Positionen dann macht. Ah, alle anderen lasse ich dann erstmal stehen, mal jetzt nichts weiter mit. Gut, dann beenden wir mal die Runde. Gucken wir mal, ob noch irgendwelche Ereignisse kommen. Disrupt Canada UK Convoys. Ja, ich stehe daneben. Das sind dann die Punkte, die wir kommende Runde haben. Leider ein bisschen weniger aus Kanada. Die USSR bekommt eben nicht so viele Punkte anscheinend, aber China bekommt wahnsinnig viele Punkte. Das ist stark. Gut, dann war's das und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, bye bye.